So, liebe Leute, weiter geht's in der Liga heute mit dem FC Bayern München, also dem Spiel gegen die Bayern. Und ja, Spieltag Nummer 10 steht an. Also die kleine Chance, uns ein bisschen wieder abzusetzen. Die letzten Spiele gegen die Bayern haben wir ja immer wieder gewonnen. Jetzt hoffe ich, dass diese Serie hält. Danach geht's geschwader schon wieder gegen Paris. Also, es geht jetzt Schlag um Schlag mit den Topspielen. Dortmund, Bayern, Paris, davor die Paris, davor nochmal. Naja, wie dem auch sei. Ich muss leider ein bisschen rotieren, weil einige Spieler leider natürlich ein bisschen angeschlagen sind. Dementsprechend natürlich ein bisschen Rotation. Glasina ist natürlich. Rashica. So, Akpoguma noch hinten als Innenverteidiger. Ah, habe ich gerade, dass ich gegen die Bayern jetzt ausgerechnet ein bisschen rotieren muss. Ah, geht's halt nicht anders. Dann geht's halt nicht anders. Dann müssen wir es halt so wie heute richten. Mal gucken. Das ausgerechnet gegen die großen Bayern. Dass ich da rotieren muss, ärgert mich gerade schon wieder so ein bisschen. Aber gut, ändern kannst du das, ändern kannst du es eh nicht. So, geht jetzt sofort weiter. Und zwar jetzt. Heute wollen, heute müssen beide Teams Leistung bringen. Es ist ein Spiel, von dem wir uns einiges versprechen. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen Schalke 04. Genau so ist es. Topspiel. Also wir empfangen als Tabellenführer natürlich wieder die Bayern. Fußballfans, klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Genau so ist es. Bayern München gegen Schalke 04. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Es gab zuletzt die ein oder andere Schlagzeile zu ihm. Denn für ihn ist es heute das erste Spiel gegen seinen früheren Club. Das ist sicher keine einfache Aufgabe. Er kennt den Verein, er kennt die Fans. Kann er das alles hinten anstellen und sich auf seinen neuen Club konzentrieren? Glaube ich schon. So ist das Leben als Fußballprofi. Vereinswechsel völlig normal. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, da gibt es wahrscheinlich schon gemischte Gefühle, aber auf dem Rasen, nein. Das sieht der genau. Trainer ähnlich, denn er bringt ihn. So, die Spieler klatschen sich jetzt ab und dann geht sofort ins Match. Zehnter Spieltag, wie gesagt, so Duell mit dem FC Bayern München. Also kurz auf die Ausstellung der Bayern. Ist Manuel Neuer. Kingsley Coman steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und im Sturm sehen wir zu Beginn dieser Partie bei Ihnen heute nur einen Stürmer. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Und auf der Gegenseite sehen wir auch eine offensive Ausrichtung. Tatsächlich ein bisschen rotieren mussten wir leider. Das kann was werden. Hat aber auch seine Fitnessgründe, weil vor allem das nächste Spiel gegen Paris ist. Wir gehen jetzt rein in dieses Spiel. In dieses Traditionsduell. Schalke gegen Bayern. Es geht um viel. Keiner will das Ding hier verlieren. Das wird hochinteressant. Klar, wenn wir mit einem Sieg die Chance hätten, uns ein bisschen abzusetzen. Gabriel Jesus. Und die Bayern sich wieder ein bisschen zurück in die Saison zu retten. Gut verteidigt hier. Ah, scheiße. Ludwig. Ein bisschen mit Problemen bei der Ballkontrolle. Holt sich dann aber den Ball zurück. Ja, mit viel Übersicht. Da
Kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. Auch hier nicht. Und da steht es 1 zu 0 für die Gäste. Rashica. Milot Rashica. Ja, Ball abgefangen, gut zusammengespielt. Auch Ludewig mit seinem Ball. Auf Kalajdzic. Der dann allein aufs Neue zu legt. Und dann im letzten Moment denkt, okay, ich werde ihn nochmal quer. Da läuft er noch einer mit. Also machen wir es. Zweites Saisontor. So, da hätten wir also na dann. Frühestens 1-0. Jetzt heißt es bitte nicht, durch eigene Fehler zu wieder alles zu verspielen. Wie gesagt, 5 Elfmeter in den letzten beiden Spielen bekommen. 2 gegen Darmstadt, 3 gegen Paris. Das soll heute nicht passieren. Ball bei Gnabry. Schönes Ding. Jetzt der Ball genau da vorne rein. In die Schnittstelle, in diese Angriffsschnittstelle. Ja. Verteidiger ist dazwischen. Oder doch noch. Da kommt noch die Flanke. Kalajdzic. Und es gibt eine Ecke, Macke unnötig. Weil Kimmich das Ding irgendwie per Querschläger vorbei haut. 1-0 und die Ecke kommt. Ja, schade. Gibt die nächste Ecke. Ja. Ecke kommt rein. Klasse Aktion. Ah, Kalajdzic kommt ran, aber Neuer packt dann zu und möchte an dem Ding hier nicht vorbei. Ludwig holt sich den Konter. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Kimmich. Ah, Kimmich, gut gemacht, ha? Gabriel Jesus. Die Bayern sollte man nicht tun, sollte man tun, sich überlaufen lassen. Ah, da muss mehr kommen. Abseits. Vom Verteidiger. Jesus. Abseits. Nee, Gnabry. Schöner Ball, aber ein Ticken zu lange. Kommt nicht an, 26. Neuigkeiten zum Spiel in der Pre-Zero Arena. Hoffenheim. Was genau passiert ist, erfahren wir jetzt im Studio. Ah, das ist ein bisschen zu offen da. Für Hoffenheim. Der neue Spielstand damit 1 zu 1. Ist es das jetzt? Das Ding, das die Bayern. Puh, Glück. So haben die Schalker ein bisschen Glück, dass die Bayern das Ding nicht nutzen. Die Fans wollten gerade den Elfmeter drücken, das hört man deutlich. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Kalajdzic. Schalke macht hoch. Süle, geh bei ihm, eigentlich. Jetzt kann er den Ball rein. Ah, Neuer, der ist da so sicher bei diesen Flanken. Bisher ist das eine richtig gute. Ja, alles gut. Malik Ciao, gelb. Es gibt hier Gelb gegen den FC Schalke. So viel Einsatz und damit natürlich die richtige Entscheidung. Naja, Gelb hätte ich euch nicht gegeben. Das Foul war unverständlich. Jetzt der Ball auf. Del Rosso, der hat uns keinen Abseits. Nicht im Abseits schon. Apadou bei ihm, kommt nicht hin. Dani Lazza. Und der vertändelt ein bisschen, der Lazza. In der Pre-Zero Arena ist was passiert, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Gut gemacht diesmal, wieder gut geholt. Die Bayern im Konter gestört. Kimmich. Und verschätzt sich gegen Kalajdzic. Ah, das hätte ich schon ein bisschen besser ausspielen müssen. Coman. Coman, ja. Die Bayern mit dem Ballverlust. Ah! Ciao, der. Sauber vom Ball getrennt hier. Da er sich verschätzt, aber dann ein bisschen Glück dabei hat. Und dann müsste man sogar mit der Führung zur Halbzeit reingehen. Jawohl, und das tut man auch. 0-1. Frühes Tor der Schalke, 8 Minuten durch Rashica. Vorlage Kalajdzic. Also, wie gesagt, man geht mit einem 1-0 zur Pause rein. Hat die Bayern momentan ein bisschen auf Distanz. Aber wie gesagt, es sind noch 45 Minuten zu spielen.
Schalke 04 liegt einfach wird es bisher nicht. Aber die Schalke, die Bayern haben bisher noch doch eine Situation hatten sie, wo es mal ein bisschen knifflig wurde. Eine Sekunde. Richter, der kommt nicht rein momentan. Die von dem ist auch gar nichts zu sehen. Sie erhalten den Einwurf. Einwurf Schalke. Verursacht. Von Süle, den die Schalke lange auf dem der auf dem Zettel hatten. So, jetzt kommt das von Marco Richter gegen Dalot. Diego Dalot. Der neue Spielstand heißt 2:0. Gespielt sind hier 50 Minuten. Vielen Dank. Ah, das war doch kein Abseits. Er geht doch da zurück. Er pfeift ab und es geht abseits. Ob er da recht hatte. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Den Ball spielt er raus. Gnabry. Chance zur Flanke jetzt. Bella Kotschab. Den ersten lässt er stehen, aber der zweite ist dann doch einer zu viel. Schön, Schalke versucht einen Konter, kommt aber nicht rein, weil der Fehlpass dann kommt. Dalot. Gabriel Jesus. Schön gespielt. Komm mal. Komm mal. Und jetzt laufen die Schalke mit zwei Mann. Oh, das ist bitter. 1-1 Eigentor. Mann, ist das Marco unnötig. Alles unglücklich. Ja. Ja, es war Zentnerheld und ich glaube, es war Bella Kotschab, ja. Der ist dann per Eigentor richtet. Eigentlich so quasi die erste Situation der Bayern in der Halbzeit 1. Ganz energisch. Richter. Alter, ja, kommt keiner mit. Kommt jetzt die Flanke. Oh, Tor für die Schalke und jetzt weiß es keiner. Ja, Kalajdzic, Tor. Direkt gekontert. 1-0, 62. Und endlich kommt der Richter mal frei durch. Ein Moment für die Ewigkeit vielleicht für den vermeintlichen Underdog. Jetzt sind sie in Führung. Gemacht, gemacht, Wolf, ganz ruhig. Ja, wie man bedenkt, die haben sich quasi das Gegentor selber zugehauen. Neuer war diesmal mit chancenlos. Kalajdzic macht es eigentlich perfekt. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Die Bayern liegen jetzt also hinten. Tor Schalke 04, die Nummer 9. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, Kalajdzic, gut gemacht auf jeden Fall. Frei, schön durchgelaufen. Diogo Dalot. Die Schalke ein bisschen, die Bayern ein bisschen... Neuigkeiten zum Spiel in der Physio Arena. Wieder Hoffenheim. Was genau passiert? Ah, gut gemacht. Jetzt im Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Hoffenheim. Neuer Spielstand damit 3:1. 66 Minuten sind gespielt. Ja, die Bayern müssen natürlich jetzt wieder ein bisschen. Dankeschön dafür. Michael Cuisance. Cuisance, ja. Und wieder so ein Ding auf. Kingsley Coman. Kein Tor, der Torhüter ist da. Hab ihn. Glück gehabt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ah, der Ball gewinnt von Sascha Kalajdzic. Setz dich durch gegen Apadu. Die Gelegenheit. 3-1. Kalajdzic Doppelpack. 1-3. Ja, genau. Zwei gegen Süle. Das ist das Problem. Der Süle muss überlegen, gehe ich jetzt auf den Spieler drauf oder gehe ich da, decke ich da weiterhin? Und da konnte er nicht viel machen, wenn du auf einmal mit zwei Mann oder drei Mann auf den Keeper zuläufst. Gut gemacht, auf jeden Fall. War der Fehler von Ampadu auf jeden Fall. Da hinten drin, der ist, glaube ich, da weggerutscht. Und dementsprechend war dann der Weg frei. Und das ist das fünfte Saisontor von Sascha Kalajdzic. Tor für Schalke 04. Die Nummer 9. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck ist enorm. Es sieht alles andere als wieder vor Spielende. Javairo del Rosun. Deprimierendes Spiel aus Sicht der Bayern. Da geht nichts mehr. 4-1. Marco Richter feiern. Schalke holt sich die drei Punkte aus München. Demontiert den Meister zumindest mal. Diese
Zumindest heute. Aber schöne Stadtmannschaft, schön rausgespielt da. Der Rosun und der Anrichter. Der Durchlauf gegen Gallert und dann die Bahn frei. Und wieder ist es Tor Nummer 8. So, dann wird jetzt mal durchgewechselt. Drei Wechsel. Der Schalke hat Ciao gequält, wo man das Jaschi-Sotto so gemacht hat, das 0-1 gemacht. Und auch Musiala geht raus. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ja, das Spiel ist eigentlich ziemlich durch. Hätte ich nicht erwartet, dass es hier so ein. So doch am Ende noch relativ deutliches. Kein Jubel, kein Gesang. Deutliches Ergebnis gibt hier. Die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel. Ne, Musiala ist immer noch drauf, Entschuldigung. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Rashica ist uns rausgegangen. Als Zehner. Flanke soll zu Gabriel Jesus. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Gabriel Jesus ist das. Sehr gut aufgepasst. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. So, jetzt versuchen Sie Schalke nochmal per Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Kalajdzic. Wieder gegen Ampadu. Kann der Franzose diesmal was machen? Das wird durchaus gefährlich werden jetzt. Pass kommt. Er kann es machen. Nö. Aber es war abseits. Aber es ist ja, am Ende ist es dann wurscht, ob wir jetzt 5-1 oder 6-1 in dieses Spiel gehen. Yes. Dann ist der Schlusspfiff und die Bayern stehen mit leeren Händen da. Von der Favoritenrolle war wenig zu sehen. Die Bayern mit einem sehr mäßigen. Nenne ich sowas einfach mal als geil die Chancen verwandelt vorne drin. Jo, das vom Eigentor nicht unterbringen lassen, sondern quasi direkt nachgelegt, innerhalb von einer guten Viertelstunde noch die drei Tore nachgelegt und somit die Punkte aus München mitgenommen und damit den, ja, ich würde es mal sagen, Meisterschaftsfavoriten, Kontrahenten, wie auch immer, ein bisschen distanziert und damit sind wir auf jeden Fall erstmal wieder vorne mit dabei. Jetzt der nächste Gegner ist Paris Saint-Germain, da wollen wir auswärts tatsächlich uns ja, ein bisschen zurückkämpfen. Wie gesagt, ihr seht gerade auf die Tabelle. Wir haben 3 Punkte Rückstand auf Tottenham und 4 auf Paris. Also sollten wir dieses Spiel in Paris tatsächlich nicht gewinnen, wird das sowas von eng werden. Mit dem Weiterkommen in der nächsten Runde. Das kann sogar jetzt sogar schon entschieden sein. Weil wir haben dann 3 Niederlagen aus 4 Spielen. Und damit wäre eigentlich nur noch die Europa League machbar. Naja, auf jeden Fall. Der letzte Strohhalm in Richtung Champions League. Weiterkommen ist heute, ist nicht heute, ist morgen. Aber wir sehen uns dann wieder, hoffentlich. Und ja, hoffen wir mal.